So, hallo meine Freunde, herzlich willkommen. Ich tue es mir wieder an, Blair Witch. Ja, ich hab Bock. Ich hab Bock. Nachdem es letzte Mal abgestürzt ist. Okay, Achtung, Unfall! Jawohl. Das Spiel ist gecrashed. Toll. Machen wir jetzt einfach mal hier weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir das letzte Mal waren, aber das wird schon richtig sein hier hoffentlich. Den Generator habe ich gerade aktiviert, das Monster dann getötet oder wie auch immer. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Okay. Das Licht scheint ausgegangen zu sein. Beschissene Situation. Okay, ich habe das jetzt irgendwie komplett ignoriert und bin jetzt hier wieder in meinem Auto. Und dieses Ding scheint sehr, sehr langsam zu sein. Kurbel, kurbel, kurbel. Ja. Ah, ja. Es werde Licht. Wo ist er? Wo ist er? Da. Komm her, ich habe keine Angst mehr vor dir. Mir ist vor lauter. Oh Gott, scheiße. Mein anderer Controller ist mir runtergeflogen. So. Fortsetzen. Oh, da drin ist was. Ah, Bullet, hol's mir doch mal. Da liegt was. Ist ja doof. Endlich habe ich es hingekriegt. Hol mir das. Ist ja doof. Endlich. Endlich. One down, one to go. Okay. Ja. Yeah. Das sah brauchbar aus. Dann gehen wir einfach mal wieder zurück zu unserem Fahrzeug. Let's go! Wohin auch immer wir fahren, ich habe absolut keinen Plan, aber wird schon alles seinen Sinn haben. So, nächster Stopp, kurz vor Camp B. Wieder ein Generator. Vor dem können wir aber nichts machen. Ach, okay, jetzt verstehe ich's. Wir sind jetzt einmal im Kreis gefahren. Camp B ist jetzt das hier, glaube ich. Da, wo wir gerade vorhin ganz am Anfang schon waren, wo einfach dunkel ist. This should do it. Okay, jetzt haben wir hier noch ein Rad. Griff. Irgendwas. Okay, also wir haben jetzt hier noch ein Rad gefunden. Ich würde sagen, dann können wir ja wieder zurück und das bei der Sägemühle, ne, war das die Sägemühle? Kein Plan, auf jeden Fall bei diesem Ofen da anbringen. Und damit dann weitermachen, weitergehen, wie auch immer, dann geht's halt weiter. Hoffe ich, glaube ich, keine Ahnung, was weiß denn ich schon. And the road's clear. Hop on, buddy. Back on track. Okay, ich hab's geschafft. Ich hatte keine Ahnung, was abging, aber wir haben es geschafft. Der Weg ist frei. Wir können weiterfahren. Endlich habe ich das Gefühl, Fortschritte zu machen in diesem Spiel. Ich habe wirklich die ganze Zeit irgendwie so diesen. Einfach, ja, eben einfach dieses Gefühl, dass es alles irgendwie keinen Sinn hat, was ich hier mache. Ja gut, jetzt fahre ich hier so durch die Pampa und irgendwie passiert hier nicht so viel, aber ja. Immerhin ist es schon heller. Das ist jetzt schon unglaublich für mich. Ach so, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ganz am Anfang vor, keine Ahnung, einer Folge, zwei Folgen, waren wir hier.
Wir konnten hier ja nicht weiter. Aber dank diesem Ding können wir jetzt da durchfahren. Was absolut keinen Sinn macht, weil warum sollte uns dieses Teil vor all dem schützen? Aber ist ja auch egal. Wir kommen weiter. Endlich habe ich das Gefühl, es... Oh mein Gott, Alter, was? Was war das denn jetzt? Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Okay, ich glaube, das Spiel möchte nicht, dass wir zurückgehen. Okay, wir sind wirklich ein gutes Stück weitergekommen. Endlich mal. Da hinten ist irgendeine Hütte. Und hier ist irgendwie alles kaputt. Oh, wow. Zwei Häuser. Hör ich das Stimmen? Keine Ahnung. Ich würde sagen, bringen wir erstmal ein bisschen Licht ins Dunkle hier. Whew! Oh ja, das nächste Band. Die Jagd. Okay, der läuft irgendeinem Typ hinterher, genau hier in dieser Bude. Okay, die Axt könnte wahrscheinlich noch da liegen. Und die Tür ging jetzt gerade auf. Und das Spiel ist bei mir wieder abgeschmiert. Ja, na, klasse. Ja, gut. Dann bin ich ja mal gespannt, wo wir als letztes gelandet sind. Fortsetzen. Fick dich. Arschloch. Okay, das geht ja noch. Alles gut, wir sind hier direkt vor dem Häuschen. Und holen uns jetzt nochmal die Kassette. Wir haben ja gesehen, dass da die Tür aufgeht. Und die andere Tür, durch die er das zweite Mal rausgeht, geht er dann auch auf. Also die haben wir jetzt mal auf. Und ich würde sagen, die nehmen wir auch mit. Nein, jetzt hier zu. So. Oh oh. Was kläfft er da drin an? Wen oder was kläfft er da drin an? Hallo, ist hier jemand? Hallo? Ich will eigentlich nur nach Hause. Was haben wir hier? 3321. Könnte der Code sein für die Türe? Barbara. Oh, die Musik macht mich wahnsinnig. Ich habe ja das gesehen, kein Ex oder ein Monster, sondern ein Mann. Ein Mann, der die Haut eines anderen Menschen trug. Er hat mich gesehen und jetzt kommt der Carver. What the fuck is happening here? Gut, bevor ich da runter... Ach, da kommen wir ja gar nicht runter, okay. Gut, dann gehe ich wieder. Tschüss. 3, 3, 2, 1 hieß es, glaube ich. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 1. Ah, nee, das heißt 3, 3, 2, 4. Okay. Also 1, 2, 3, 4. 3, 3, 1, 2, 4. So. Ah, okay. Let's go. Ich hätte doch schon wieder Schritte da drin. Ich mag da nicht rein. Egal, rein geht's. Rein, los, los. Okay, liebe Leute. Wer da was da hinter diesem Vorhang auf uns wartet, erfahren wir in der nächsten Episode. Ich glaube, das ist doch ein besserer Cliffhanger. Geht gar nicht. Bis dann und tschüss.